Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt in Minecraft mit mir, dem Kretori. Und ja, wir sind hier in einer neuen Welt, in der neuesten Version von Minecraft. Und ich würde sagen, wir erkunden jetzt einfach mal hier ein bisschen die Welt. Und ihr seht schon, ich habe eine Karte in der Hand. Und zwar darf ich den Bereich dieser Karte hier nicht verlassen, oder ich werde es zumindest versuchen. Wenn ich dann zum End gehe, dann werde ich den Bereich verlassen, aber davor nicht. Und ja, ich werde mal einfach schauen, was ich so alles erreichen kann. Hier sterben gerade ständig Hasen. Die tun mir irgendwie fast leid. Aber ich meine, wir sind hier in Minecraft. Oh, das war ein Zombie. So. Du stirbst eh gleich, genau. Spring nochmal da runter, dann stirbst du. Oder ich bring dich um. Komm her, Hase, ich brauch dein Fleisch. Ich verhungere sonst. Und drop nur Leder. Ja, ihr seht schon, ich bin hier in der neuesten Version. Sieht man an den komischen Sandtexturen. Inzwischen habe ich mich tatsächlich schon ein bisschen mit den abgefunden. Am Anfang, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ey, pot hässlich. Aber inzwischen. Okay, ganz ehrlich, immer noch potthässlich, aber ich meine, manche Texturen, also manche von den neuen Texturen sehen einfach schrecklich aus. Manche Texturen sehen aber auch richtig gut aus. Ich bleib jetzt mal bei dem neuen Texturenpaket, bei den neuen Texturen und wenn es mir überhaupt nicht gefällt, kann ich ja immer noch zu den alten gehen. Das ist ja zum Glück sofort mit installiert, das alte Texturen. Ich sollte einfach Texture Pack sagen. Es klingt einfach so viel besser als im Deutschen. Deutschsprache ist schrecklich, wenn es darum geht, gut zu klingen. So, Kakteen nehme ich mal mit. Oh, da vorne haben wir einen Desert Tempel. Das ist geil. Vor allem, weil ich bloß ein bisschen am Verhungern bin. In der Wüste kriegt man wirklich nicht viel zu essen. Aber da vorne sehe ich schon Schweinchen. Schweinchen sind doch perfekt zum Essen. Schokolade sieht fast ein bisschen manuell platziert aus, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, das ist jetzt normal, dass das in so kleinen Gruppen wächst. Ich dachte mir die ganze Zeit vorhin so, ja, wieso wächst das Zuckerrohr so, während ich hier die Schweine verprügelt habe. Ich habe Fisch und neue Rezepte. So, dann gehe ich mir mal da oben Holz holen. Und dann esse ich auch schon das erste Schwein. So. Ja, jetzt erstmal Holz holen. Ist übrigens ein Biom, das ich überhaupt nicht mag. Also, das in dem wir gerade sind. Aber das da drüben mag ich dafür sehr gerne. Plains, glaube ich. Das hier ist, glaube ich, Savanna-Biom. Müsste Savanne sein. So. Jetzt Spitzhacke. Und Schwert mache ich mir noch keins und Axt auch nicht, weil ich gehe mir jetzt hier Steine holen. So, 1, 2, 3 Steine für die Spitzhacke. 1, 2 Steine fürs Schwert. 1, 2, 3 Steine für die Axt. Und 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8 Steine für den Ofen. So, Thema Ofen. Jetzt habe ich eins der Schweine gegessen statt dem Fisch. Ofen nochmal mitnehmen. Ich überlege gerade, ob es überhaupt schlau war, sich ein Schwert zu craften, weil mit dem Schwert brauche ich zwei Schläge für Schweine. Und mit der Axt auch zwei. Ich hatte irgendwie einen in Erinnerung. Okay. Da hinten muss ein Kühe für Leder. Hol ich nachher. Jetzt erstmal Ofen und das Kochen. Und während das kocht, kann ich mir hier den Loot holen. Die neue Sandsteintextur, bei der weiß ich auch noch nicht, was ich von der halten soll. Oh. Okay. Dann machen wir das so. Man kann nie genug Kisten haben. Brauche ich TNT? Ach komm, was man hat, das hat man. So, und raus hier. So, Wüstentempel wurden ja sonst nicht verändert. Was habe ich eigentlich bekommen? Zwei Emeralds, drei goldene Äpfel, drei Eisen. Respiration ist jetzt nicht so geil. Keine Nahrung. Und der Ofen kocht auch bloß eins. Ich dachte, der würde zumindest zwei kochen. Okay, dann so, ich brauche leider Schafe, die gleichfarbige Wolle haben für ein Bett. Was das Ganze jetzt hier ein bisschen traurig macht, dass hier ein pinkes Schaf ist. Weil pinke Schafe sind halt einfach total selten, wenn sie natürlich spawnen. Wobei, ich glaube inzwischen gar nicht mal mehr so selten. Ich glaube, die Spawnrate wurde ein bisschen erhöht. Aber früher war die Spawnrate so etwa die von einem Shiny Pokémon. Okay, ich muss irgendwas wegschmeißen. Wozu brauche ich so viel Pferderüstung? Vor allem goldene kann ich die anziehen. Na klar. Ich brauche allgemein nicht so viel Pferderüstung. So. Ja gut, dann würde ich sagen, schlachte ich noch schnell die Kühe da vorne. Komm her. So. Und dann würde ich sagen, erstelle ich mir mal irgendwo so eine kleine Basis. Am besten in einem Biom, das nicht so hässlich ist wie das da. Sprich, hier. Oder ich laufe noch ein Stück und erkunde noch ein bisschen die Gegend. Das könnte ich auch machen.
Ja. Also für die erste Folge ist eigentlich angedacht, dass ich mir eine kleine Mine mache und ein bisschen Redstone farm. Und auch andere Sachen und dann eine AFK-Fischfarm baue und mich dann. Da ist schon wieder ein Desert-Tempel. Komm, ich nehme jetzt einfach den Desert-Tempel da als Lager, oder? So, davon habe ich nicht so viel. Oder ich stelle mein Lager da zwischen den Bäumen auf. Oh, es wird schon Nacht. Das heißt, die Hälfte der Folge ist schon wieder vorbei. Oder wir machen den Desert-Tempel in der nächsten Folge, genau. Und dann buddel ich mich hier schnell ein Stück runter. So, ich hoffe, ihr seht was. So. Perfekt. Also besser kann es gar nicht laufen. Kohle. So, dann stelle ich meine Kisten auf. Oder mache ich schnell eine Fackel, dass ihr was seht. So, Fackel. Und dann haben wir hier noch mehr Kohle. So, und mir fällt gerade auf, dass ich meine Ingame-Sounds gemutet habe in meinem Aufnahmeprogramm. Das werde ich dann vor der nächsten Aufnahme noch ändern. Kiste noch hin platzieren, dann Ofen, Werkbank und über mir sind Hühnchen, die ich höre, aber ihr nicht hört. Stört ein bisschen. Aber ihr hört es ja eh nicht, von dem her stört es ja bloß mich. Habe ich schon erzählt, was der Plan für diese Folge ist? Ja, habe ich. So, meine Spitzhacke geht bald kaputt. Ich hoffe, dass ich vorher Eisen finde. Ich habe Eisen. Ich habe schon Eisen. Ah, Gott. Ja, die ist kaputt. Und es überrascht mich immer wieder, wie weit man mit einer Spitzhacke kommt. So, da habe ich Eisen. Da habe ich Holz. Ebenfalls in der Kiste, weil der ist ja noch nichts drin. So, und dann habe ich hier eine Spitzhacke. Und das tue ich mal zurück. Und dafür nehme ich mir hier ein bisschen Essen. So, ich weiß gar nicht mal, was das Ziel von
diesem Projekt jetzt ist, abgesehen von die neueste Minecraft-Version auszuprobieren. Also Scrabble. Oh ne, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Ah, super. Das geht. Dann biege ich hier ab und gehe mir mal kurz eine neue Fackel holen, dass ihr auch was seht. Oder neue Fackeln machen, weil ich Sticks im Inventar habe und Kohle. Oben gibt es sowieso keine Fackeln. Da wäre höchstens Kohle gewesen und Holz. Ich kann übrigens mal die Fackeln in die Offhand nehmen, dass ihr nicht ständig auf die Karte schauen müsst. Das sieht aus wie ein Mineshaft. Nee, okay. Es ist bloß eine Höhle. Das Eisen, das nehme ich auf jeden Fall mit. Schon fast etwas seltsam, keinen Monstern zu begegnen. Aber ich bin da dem Zufall tatsächlich sehr dankbar. Lapis muss ich auch auf jeden Fall mitnehmen fürs Enchanten. Und Redstone für das Ziel der heutigen Folge. Ist übrigens noch nicht genug Redstone. Das war gerade ein bisschen gefährlich. Also jetzt komme ich mir wirklich langsam verarscht vor. Überhaupt keine Monster. Was ist denn hier los? Ich höre auch nichts vor allem. Das ist das, was mich am meisten irritiert. Dass ich nicht mal was höre. Okay, damit haben wir die Bestätigung, ich spiele nicht auf Peaceful. Wobei ich ja vorhin auch schon die Spinne gesehen habe, also. Ja, hätte es nicht gebraucht. So. Ich hoffe, die Aufnahme ist okay, weil ich habe jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen. Beziehungsweise nichts mehr hochgeladen. Aufgenommen habe ich schon Sachen, aber die habe ich nicht hochgeladen, weil. So cringy. Ja, ich vorhin schon, das heißt, ich bin im Kreis gelaufen. Ja. Hier habe ich vorhin das Redstone gefunden. Eigentlich wundert es, dass ich bis jetzt noch keine weitere Redstone-Ader gefunden habe. Was für ein Biom ist das denn hier? Scheint irgendwas unter einem See zu sein. Okay, kein Redstone. Da ist Redstone, aber das kann ich schlecht holen.
Okay. Ja, natürlich. Ist klar. Nee, ist klar. Ja, genau. So sehe ich aus. Ach komm, da komme ich nicht runter. Jo. Ich möchte bitte heute nicht sterben. Das ist Folge 1. Ich habe noch was geplant. Wie viel Redstone habe ich denn? 10, das könnte sogar schon reichen. Dann gehe ich jetzt einfach mal hoch. So. So. Ich hoffe, es ist inzwischen Tag. Drei Skelette auf einmal. Ich habe ein Steinschwert. Keine Rüstung. Und es klang so, als wäre immer noch Nacht. Oder wieder Nacht. Was es nicht ist, es ist Tag. So, dann das alles mal ablegen. Wobei, nee, das brauche ich gleich. Und Blöcke brauche ich auch gleich. So, das kann weg. Und ich noch keine Schaufel gemacht habe, wundert mich auch. Aber gut, braucht man ja eh nicht immer. So, und das ist das Hühnchen, von dem ich vorhin geredet habe. Die ganze Zeit. Back, 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 back. So, ja, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Das erste, was ich brauche, ist direkt mal ein Eimer. Und dann brauche ich noch sowas hier. Nicht sowas, sowas. Wobei, so. So, wo baue ich das hin? Was baue ich hier hin? Ich habe zwei wichtige Sachen vergessen. Fängt ja gut an. Ich dachte gerade schon kurz, das geht nicht mehr so. Irgendwas ist falsch. Irgendwas ist jetzt schon falsch. Okay, das sieht besser aus. Gut, dass ich überhaupt keinen Plan mehr habe, wie man die Dinger baut. Ist schon zu lange her, dass ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Wasser muss dahin. Hier. Dann bräuchte ich jetzt das Eisen. So, die meisten von euch wissen jetzt eh schon, was ich bauen will. Holz habe ich noch im Inventar und die Kiste hier brauche ich tatsächlich auch noch. Dann. Oh, Angel kostet plus 2 Fäden. Gut. Dann. Was brauche ich noch? Das hier.
Nein, scheiße. Das hier. So, und dann noch so. Und jetzt, was fehlt noch? Ich weiß nicht. Das sehe ich gleich. Blöcke. Habe ich mir jetzt einen Cobblestone mitgenommen? Nee, okay. Ich dachte schon. So, ich brauche noch irgendwas, um den Puls zu verlängern. Da nehme ich Redstone-Fackeln. Zwei Stück. So, eine hier hin. Dann Block hier hin. Eine hier hin. Und dann Redstone und Redstone. So, und dann kann ich das Ding ausprobieren, ob es funktioniert. So. Gut, dass ihr das nicht hört. Hört ihr das? Hört ihr das? Okay, hat funktioniert. Perfekt. Dann habe ich da mal einen Block drauf, dass man das nicht mehr hört. Und dann lege ich kurz mein Inventar aus. Wenn ich den Eingang finde. So. Iron Bars. Oh, ich habe Iron Bars gemacht. Wozu braucht man denn bitte Iron Bars? Das sollte ich mitnehmen und zwei Blöcke sollte ich mitnehmen. Ich will ja nicht sterben. Eine Fackel könnte ich auch mitnehmen. So. So, Fackel hier hin. Und dann, ja, gut, das funktioniert. Wie sicher ist das? So sicher, dass ich gerne hier und hier noch zwei Blöcke hätte. Dann muss ich mir nochmal Blöcke nachholen. Ich bin halt ziemlich unentschlossen, ich weiß. Ja. Okay, hier und hier hätte ich gerne Blöcke, weil hier könnten Skelette hochlaufen, die können da durchschießen. Ich könnte hier noch einen Block hinsetzen, glaube ich. So, und jetzt sollte auch nichts mehr ins Wasser reinhüpfen können und mich davon abhalten, hier meine Zeit zu verbringen. Okay. Der Block hier geht nicht.
Wurde da irgendwas geändert? Oder habe ich irgendwas falsch gebaut? Ich meine, der Auftrieb von Wasser wurde geändert. Aber eigentlich schon vor ein paar Versionen. Ich verstehe es nicht. Muss ich sneaken? Ich versteh's nicht. Wieso geht's nicht? Ich würde sagen, das war's jetzt trotzdem mit dieser Folge. Die ist eh schon wieder 30 Minuten lang. Ich lade die jetzt hoch und dann überlege ich mir, wieso das nicht geht.